Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr es im Video schon lesen könnt, gehe ich heute zum Friseur. Natürlich mit allen Corona-Vorschriften, das heißt mit dieser Maske, mit allem möglichen etc. werden mir heute meine Haare gewaschen, das weiß ich jetzt schon. Und ja, auf jeden Fall ist das so eigentlich der heutige Tag, was ich so mache. Ich gehe jetzt gleich zur Schule wieder. Hab 6 Stunden Unterricht. Gut, sag ich mal 5, weil die erste Stunde kann man sich eigentlich auch fast sparen. Aber ja, das ist so der heutige Tagesablauf. Und ich würde sagen, wenn euch das gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und ja, folgt mir auch auf Instagram gerne. Link ist unten in der Videobeschreibung natürlich drin. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich zum Bus laufe oder wenn ich zum Zug wieder zurücklaufe. Aber ich denke mal, bis zum Bus. So, ich bin jetzt gerade hier mal auf dem Weg zur Bushaltestelle. Ich habe mir noch mal schön eine Jacke geholt, weil so mit kurzer Hose und T-Shirt sind es bei 10 Grad hier oben. Arschkalt bei uns. Deswegen habe ich mir schön eine Jacke geholt. Und ja, ansonsten gut. Ja gut, er ist auch da. Gut. Also würde ich sagen, sehen wir uns dann. So, wie ihr es an meinen Haaren schon erkennen könnt, ich bin endlich fertig jetzt beim Friseur. 20 Minuten hat es gedauert knapp. Und ich habe alles von den Haaren in den Augen und überall wegen dieser scheiß Maske. Und ja, auf jeden Fall 2 mm habe ich mir machen lassen. Boah, ich finde das eigentlich immer am angenehmsten jetzt hier um die Jahreszeit vor allen Dingen. Und was hat mir noch? Und dann. One second later. So. Und dann auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich 2 mm machen lassen und da ist mir sogar noch was eingefallen, was ich heute auch noch machen kann. Und zwar habe ich schon bei 1-2 anderen YouTubern das gesehen, dass die über Instagram so Fußballer, YouTuber etc. angeschrieben haben und halt gewartet haben auf die Antwort. Und ich dachte mir, da ich dass ich heute nur beim Friseur war, eigentlich, und in der Schule, und ich heute nichts anderes vorhabe, außer Fahrradfahren vielleicht nachher, weil das so weird immer so, aber, habe ich mir überlegt, dass ich mir so eine Liste mache von 10 YouTubern, 10 deutschen YouTubern, die eigentlich jeder kennt oder jeder kennen sollte. Und dann schreibe ich die an, frage die was oder so und dann am Dienstag nächste Woche, das ist der, wir haben heute den 18. 19, 20, 21, 22 soll es sein. Kommt dann ein Video, ob mir jemand geantwortet hat oder nicht. Glaube ich nicht, weil ich habe schon 1-2 YouTuber im Kopf und die haben mehr als 1 Million Abonnenten. Das wäre sehr komisch, wenn die mir antworten, aber auch sehr geil. Aber ich würde sagen, das mache ich dann daheim, weil ja, ich warte jetzt noch auf meine Mutter, dass sie mich dann abholt. Und ich würde sagen, ja. Mache ich das jetzt noch? Also, suche mir noch so ein paar YouTuber raus. 10 will ich machen. Die schreibe ich dann nachher an und dann wird es witzig, ob die mir antworten. Ah, bis Dienstag. Also, bis gleich, wenn ich daheim bin. So, hoffentlich funktioniert das jetzt alles. Bildschirmaufnahme ist hier am Handy gerade am Laufen. Und ja, ihr seht jetzt, muss ich hier hin, damit ihr hier seht, ihr wahrscheinlich gerade die ganzen Sachen. Und ja, ich habe ja gesagt, ich schreibe deutschen YouTubern. Bisher habe ich nur ein paar, also ich muss mal gucken. Ich weiß nicht mal, ob es die alle auf Instagram, ob die alle auf Instagram haben, aber ich fange mal an mit, machen wir hier Felix von der Land. Gut. Das ist mein erster Kandidat gewesen. Was kann man denen schreiben? Moin Felix. Wie ist es so mit deinen Rennen mit Corona? Der fährt ja gerade Autorennen noch, wenn ich das so gut in Erinnerung habe, ich will nichts Falsches machen, aber ja, ich habe geschrieben, moin Felix, oder moin ist es dämlich, hallo Felix. Wie ist es so mit deinen Autorennen mit Corona?
ist noch das. So, so passt. Hallo Felix, wie ist es so mit deinem Rennen mit Corona? Als mit Corona? Egal. Wünsche dir noch alles Gute in deiner Saison. Und abgeschickt. So, mal gucken. Ob es. Wer mich wirklich mal anschreibt dann. Der nächste war. Genau, Rezo. Den sollte ja eigentlich jeder kennen. Rezo. Was kann man dem denn schreiben? Was nicht so dämlich ist, was ganz cool ist. Schreiben wir mal zu dem Video von ihm mal. Ich frage ihn immer, wie viel Aufwand das Video war. Weil es würde mich auch wirklich sehr interessieren. Vielleicht haben es manche von euch gesehen, weiß ich natürlich nicht. Ich habe es gesehen, ich fand es richtig nice. Und deswegen freue ich ihn jetzt auch mal. Hi, Rezo. YouTube, ah ja, Bruder muss ganz dringend los. YouTube, wie lange hat das Video mit den YouTubern gedauert? Hi Rezo, wie lange hat das Video mit den 25 YouTubern, hoffentlich waren es wirklich 25 YouTuber, ich schreibe mit den YouTubern gedauert, um zu schneiden, und war es schwer, dann den Song zu machen. So, ist abgeschickt. Also, es ist wirklich sehr, sehr spannend, ob da irgendjemand es liest. Dann habe ich noch jemanden, der den Rezo wahrscheinlich, den er kennt, den wahrscheinlich auch jeder kennt, ist so ein bisschen, ja, von dieser YouTube-Plattform, sag ich mal, so ein bisschen verschwunden mit seinem Hauptkanal. Ah, hier. Nein, falsch. Nochmal, zu viele lassen. Julian Bam. Wo ist denn der? Sein? Hab ich doch gerade eben gesehen. Willst du mich komplett verarschen? Ist es der? Ja, sieht so aus. Ihn frage ich jetzt mal, wie es so ist mit seinem Pool, wie er es gemacht hat. Machen wir mal Hallo Julian. Machen wir mal Hallo Julian. Wie läuft es denn gerade so mit deinem Pool bei den Temperaturen? Ja. Wie läuft es denn so mit den Temperaturen? Wie läuft es denn gerade so mit deinem Pool bei den Temperaturen? Im Hintergrund, die lachen, ist meine Schwester und ihre Freundin, keine Ahnung warum. Jetzt habe ich 3 erst geschrieben. Huiuiui. Dann mache ich jetzt mal iCrimex. Ihm frage ich, wie es war für ihn, wo er die 1 Million Abonnenten geknackt hat. Das würde mich mal interessieren, wie so ein Moment ist. Moin. Moin. Hi. Crimex. Wie hast du dich gefühlt, als du deine 1 Million Abonnenten auf YouTube
passt. So, moin moin, moin, ist auch so dämlich. Moin, iCrimex, das schreibe ich jetzt einfach mal. Wie hast du dich gefühlt, als du deine 1 Million Abonnenten auf YouTube erreicht hast und abgeschickt? Ja, das war mal spannend. Jetzt sind wir schon bei 4 Stück. Dann wollte ich unbedingt mal Julia Beautix. Da habe ich schon auf Stories geantwortet hier. So, was kann man der denn schreiben? Was kann man so eine Frau schreiben, die man gar nicht kennt? Das ist ja wie, iCrimex will ich jetzt nicht schreiben. Also, ich schreibe ihr mal. Warte mal. Wie hast du dich? Boah, das ist schwer jetzt was herauszufinden. Was kann man so schreiben? Wie war es, wo du dein Auto bekommen hast? Genau. Wie war es? Nein. Ah, genau. Wie war es, als du die 2 Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht hast? Ja, dasselbe wie iCrimex, nur halt ein bisschen anders. Da wollte ich unbedingt mal jemanden schreiben, den ich so ein bisschen als kleines Vorbild habe, nämlich Hey Moritz. Den sollten ja auch einige von euch kennen. Und ihn frage ich mal. Servus. Hey Moritz. Er hat ja früher so Daily Vlogs gemacht. Ich frage mal, wie es für ihn war, denn jeden Tag ein Video rauszuholen, weil ich meinen größten Respekt von meiner Seite. 700 Tage hat er das ja gemacht, glaube ich. Ja, 700 müsste es gewesen sein, hat er dann auch gehört. Boah, also. Ist wahrscheinlich stressig gewesen mit Schule, mit allem drum und dran. Deswegen frage ich mich jetzt, wie groß. War es denn eigentlich schwer? Den Daily Vlogs auf zu hören. Machst coole Videos. Mach weiter so. So, wir sind noch eingeschaltet. Wir sind halt noch sowas dazu sagen. Jetzt habe ich geschrieben, sowas, hey Moritz, war es denn eigentlich schwer mit den Daily Vlogs aufzuhören? Mach's coole Videos, mach weiter so. So, und dann sind wir jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Leuten, wem wollte ich noch schreiben? Wer hat noch 1 Million Abonnenten? Ach komm, nehme ich die jetzt mal. Na, schon falsch geschrieben. Bruder muss ganz drin. Nehme ich mal die Potatoes. Ach ne. Ach Mann, ey, ich hasse mein Handy. Die haben zwar noch nicht ganz die 1 Million Abonnenten, aber ich wünsche denen natürlich von Herzen, dass die es schaffen. Wen schreibe ich denen jetzt auch? Ich ziehe die so ein bisschen mit rein. Ich frage die mal, ob wir eine Fußball-Challenge zusammen drehen können. Leute, die mich schon länger kennen, die wissen, dass ich vor einem Jahr meinen ersten YouTube-Kanal gestartet habe und da Fußball-Challenge hochgeladen habe. Eine nur. Deswegen frage ich die jetzt mal. Hallo, Jungs. Wäre es möglich, eine Challenge mit euch zu drehen?
Millionen Abos auf YouTube dieses Jahr noch schafft. So, habe ich geschrieben, hallo Jungs, wäre es möglich, einen Fußball-Challenge mit euch zu drehen? Wünsche euch, dass ihr die 1 Million Abos auf YouTube dieses Jahr noch schafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 YouTuber geschrieben, 7 deutsche YouTuber geschrieben, die alle, sag ich mal, 1 Million oder mehr als 1 Million Abonnenten haben. Die Potatoes tue ich jetzt auch noch dazu, weil mit 940.000 Abonnenten sind es dann nur noch 60.000. Ist eine große Zahl, aber wenn man schon so viel hat, zähle ich die trotzdem dazu, weil ich finde es einfach geil, was die machen. Eigentlich von jedem hier. Ich feiere alle. Und deswegen würde ich in dem Sinn sagen, hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zu meinem gestrigen Video und hier kommt ihr zu meinem Homeroad. Genau, so ist das ja. Oder... Ah, nein, hier zur Homeroad und hier zu meinem Video von gestern. Ich muss mich mal umdrehen, damit ich es noch weiß. Übrigens, damit ich keinen Stress mit irgendjemandem bekomme, weil ich habe echt keinen Bock, Ärger zu bekommen. Unten in der Videobeschreibung sind alle Instagram-Accounts von den 7 Leuten oder 8 Leuten, denen ich jetzt geschrieben habe, verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.